Hallo und willkommen zurück im Let's Play Deponia in Schnurris Playground. In der letzten Folge haben wir es gerade hier drauf geschafft, auf diesen Aussichtspunkt oder was es hier sein soll, und haben dann ein Organon-Kreuzer auf uns zu fahren sehen. Ja, wahrscheinlich sind wir in den Fall getappt, aber was das jetzt alles genau zu bedeuten hat, ist jetzt rauszufinden. Und ja, ich habe hier noch nichts weiter gemacht, deswegen klicke ich erstmal so ein bisschen rum und gucke, was man hier alles so machen kann. In Elysium werden Sie mich mit wehenden Fahnen begrüßen. Und Konfetti. Oh Junge, ich liebe Konfetti. Ich glaube, der steht wirklich auf Konfetti. Das hat er ja schon bei jedem Mosambik-Bild vorhin gesehen. Aber dann nehmen wir die mal mit. In Elysium, da ist doch gar keine und Fahne. Oh Junge. Haha. Notboot. Was für eine Schönheit. Stark, robust und bis auf ein paar Schrammen noch prima in Schuss. Ach ja, Spiegelungen im Fenster sind schon was Tolles. Warum eigentlich nicht? Ach so, die Aufstiegscodes, da war ja was. Wäre ja auch zu leicht gewesen. Oh. Ich war noch nie so nah dran. Da oben ist also Elysium. Elysium ist auf dem Mond? Okay. Dieser Schnörkel unterscheidet sich von den anderen. Sympathisch. Sympathisch. Ah, hier sind das alles überall so kreisförmige. Okay. Eine Flagge? Wenn etwas auf die Flagge kommt, dann mein Logo. 5 brennende Feuerwerkskörper und in der Mitte ein Zombie. Okay. Ich geht nein. Wie wohl das... Dann brauchen wir noch irgendwie einen Faden oder sowas. Dann hätten wir hier mal eine Zwille für den Stein hier. Den konnte ich ja vorhin nicht benutzen, weil er gesagt hat, ich brauche dafür erstmal eine Waffe. Ja, aber gibt's nichts mehr, also gehe ich erstmal runter. Hier noch irgendwas Neues? Öltank hatten wir schon, das Ding haben wir auch rausgeräumt. Sapperlot, das sind doch dieselben Organons, die Goal bedroht haben. Vielleicht haben sie diesen Cletus geschnappt? Dachte ich mir gleich, dass das ein Schlappschwanz ist. Was mache ich denn jetzt? Am besten, ich halte mich erst einmal im Verborgenen und gucke, ob ich irgendwas rausfinde. Und Sie sind sicher, dass dieser Rufus naiv genug ist, Ihre Verlobte hierher zu bringen? Absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Der Ausblick, nach Elysium zu kommen, wird ihn herlocken. Raffgierige Ratte? Das ist doch... Ich verstehe gar nicht, warum Ihnen diese Frau überhaupt so wichtig ist, Cletus. So wie ich das sehe, ist sie nur ein unkalkulierbarer Risikofaktor für unser gemeinsames Unternehmen. Glauben Sie mir, nach all dem, was sie sich geleistet hat, würde ich sie am liebsten auch auf Deponia zurücklassen. Aber um nach Elysium zurückzukehren, brauche ich nun einmal die Aufstiegscodes. Und die sind leider an ihrem Gehirnimplantat gespeichert. Ohne Goal keine Aufstiegscodes. Und ohne Aufstiegscodes kein Unternehmen. Das gefällt mir nicht. Ulysses wird uns beide exekutieren, wenn er herausfindet, dass es sich bei ihrer Begleitung um... Psst, da kommt er. Ihren Amtmann, machen Sie Meldung. Noch keine Spur von dem Deponianer, Herr Oberkontrollrat. Worauf warten Sie da noch? Suchen Sie weiter. Selbst über diese Drohne ist der Gestank kaum aushaltbar. Es wird Zeit, dass wir unseren Plan in die Tat umsetzen. Sehr wohl, Herr Oberkontrollrat. Machen wir uns an die Arbeit. Je schneller wir das Ganze hinter uns haben, desto besser. Ganz meine Meinung. Ich werde mal auf der Plattform nachschauen, ob dieser Rufus schon da ist. Also halten Sie sich im Hintergrund. Wir dürfen nicht riskieren, dass diese Ratte ihren Schwanz einkneift, bevor wir die Aufstiegscodes in Händen halten.
Also war das doch Moment die ganze Zeit mal. Der richtige. Dieser Cletus sieht ja genauso aus wie ich. Nicht ganz so attraktiv vielleicht, aber was hat das nur zu bedeuten? Außerdem hat mir das Gespräch überhaupt nicht gefallen. Ich hab nicht alles verstanden, aber die haben doch was vor. Und keinesfalls kann ich zulassen, dass Gol dem Organon in die Hände fällt. Zuerst werde ich mir allerdings diesen Cletus vorknöpfen. Gnade ihm Schrott, wenn er vorhat, nicht zu hintergehen. Gnade ihm Schrott. Ja, dann werde ich mir dann mal den Cletus vorknöpfen. Gepäck von dem Kerl. Ich wette, er hat den Seitenschneider vergessen. Natürlich nicht. Man weiß ja nie, wann man nicht mal ein Gitter aufschneiden muss. Der redet mit mir und dann, naja, okay. Kann ich mal die Tasche klauen? Doch nicht, schade. Cletus, Rufus, endlich stehe ich dir gegenüber. Irrtum, ich stehe dir gegenüber. Von wegen. Ich stehe dir mindestens 3 Schritte mehr gegenüber. Glaub das ruhig, Bürschchen. Aber genug der Unhöflichkeiten. Wo ist Goal? An einem sicheren Ort. Na, das ist ja perfekt, du Genie. Du bist das Genie. Wir hatten einen Deal. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Ohne Goal kein Deal. Also, was ist jetzt? Der Deal steht also noch? Der Deal steht also noch. Nur wenn du deinen Teil der Abmachung einhältst. Oder du deinen. Ladies first. Warum sollte ich dir trauen? Warum sollte ich dir trauen? Warum sollte ich dir trauen? Ich hab zuerst gefragt. Das hat doch keinen Sinn mit den beiden. Aber Rufus hat recht. Die beiden sehen sich wirklich ähnlich. Mal abgesehen von der Frisur und diesem Bart, in Anführungszeichen. Was für eine Vereinbarung ist das zwischen dir und dem Organon? Tja, warum sollte ich es dir eigentlich nicht erzählen? Deponia wird gesprengt. Was? Ach ja, ich hatte vergessen, dass ich mit einem Höhlenmenschen rede. Deponia, boom. Ja, boom. Der ganze stinkende Misthaufen. Und Elysium weiß davon? Von der Sprengung? Na klar. Wir haben sie bereits vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben. Was dachtest du denn, was die Organ uns den ganzen Tag so treiben? Ihre mechanischen Bärte entfusseln? Und was wird aus den Deponianern? Physikalisch betrachtet wohl hauptsächlich Energie. Theologisch gesehen, sagen wir einfach, für einen Stern am Abendhimmel wird's wohl kaum reichen. Wow, das ist echt starker Tobak. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia unbewohnt ist. Immerhin wurde die Oberfläche damals für unbewohnbar erklärt. Aber ausgerechnet jetzt, da die Sprengung unmittelbar bevorsteht, kamen Gerüchte auf. Auf Deponia soll es noch Menschen geben, hieß es da. Darum haben die Ältesten einen Inspektor ernannt, um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Ich bin es, du Troglodyt. Verstehe. Was ich hingegen nicht verstehe, mal abgesehen von der Bedeutung des Wortes Troglodyt, warum hat der Organon nichts von der deponianischen Bevölkerung erzählt? Ulysses Leute müssen doch wissen, dass wir hier leben. Immerhin terrorisiert uns der Organon seit Jahren. Sie erheben Zölle, sie blockieren Handelsrouten und sie klauen Babys im Nordquadranten, was allerdings auch nur ein Gerücht sein könnte. Ulysses hatte seine Gründe, uns im Unklaren zu lassen. Aber nun kennst du die Wahrheit. Ja, ich weiß alles. Okay, das heißt dann ja, dass Deponia nicht gesprengt wird, richtig? Nein, falsch. Ulysses hat mir alles erklärt. Und wir haben eine Vereinbarung getroffen. In meinem Bericht an die Ältesten wird stehen, dass der Planet nach wie vor unbewohnt ist. Deponia wird also trotzdem gesprengt. Hast du etwa Probleme damit? Ich meine, was interessiert es dich? Immerhin wirst du sicher auf Elysium sein, wenn es passiert. Du willst doch noch nach Elysium, oder? Ja, schon, aber Deponia sprengen?
Das scheint mir etwas übertrieben zu sein. Ich meine, okay, es stinkt. Es ist keine Augenweide. Sicher kein Ort für jemanden wie mich. Aber ich kenne einige Leute, die hängen irgendwie an diesem Haufen Schrott. Was vielleicht auch daran liegt, dass sie, weiß nicht, darauf leben und so. Schön, das sind alles Idioten, die einen Helden nicht einmal dann erkennen würden, wenn er ihnen den Kohlgarten in Brand steckt. Aber sprengen? Ja, sprengen. Abreißen, einäschern, vaporisieren, eliminieren, ausradieren, alles weg. Ratzfatz. Puh. Mächtig, Badabum. Ich meine, mir ist es egal. Aber Goal wird das nicht gefallen. Tja, da hast du nicht ganz unrecht. Goal hat sich als unberechenbarer Risikofaktor erwiesen. Aber dafür ist vorgesorgt. Was ist das? Das ist eine Bewusstseinsdatasette. Genauer gesagt, ein Backup von Goals Bewusstseinsspeicher. Das wusste ich. Goals gesamter Charakter ist darauf gespeichert. Inklusive aller Erinnerungen. Und zwar vor dem Punkt, an dem sie einen Blick auf Deponia und seine Bewohner warf. Sie wird nie erfahren, was hier auf Deponia vorgefallen ist. Darf ich auch mal? Finger weg! Das ist kein Spielzeug. Aber es funkelt. Ich glaube, ich habe da irgendwas verpasst. Aber dass Deponia vom Organon gesprengt werden soll, das hast du doch mitbekommen, oder? Ja, ja, Boom und so. Und dass ich im Auftrag Elysiums Deponia inspizieren soll, um Gerüchten über Leben auf der Oberfläche nachzugehen. Ja, das habe ich auch. Und? Werde ich Ihnen die Wahrheit sagen? Nein, du wirst verschweigen, dass es Leben auf Deponia gibt, damit Deponia trotzdem gesprengt werden kann. Bravo! Dann hast du ja doch alles verstanden. Yes. Oh, Junge, ich bin so gut, ich bin so... Wie stolz er ist. Das ist jetzt eine schwere Entscheidung, weil das das erste Mal ist, dass ich scheinbar nicht beides wählen kann, einfach oder alles durchklicken kann. Aber ich will ja meine Freunde in Anführungszeichen retten, also werde ich das auf keinen Fall zulassen. Das werde ich auf keinen Fall zulassen. Tja, dann haben wir auch keinen Deal. Schade. Es hätte dir sicher gefallen auf Elysium. Lass mich nur kurz dem Organon Bescheid sagen und... Nein, warte doch. Ich habe ja noch gar nicht ausgeredet. Das werde ich auf keinen Fall zulassen, würde jetzt bestimmt jemand sagen, der an Deponia hängt. Ich hingegen... Ah, so viel zum Thema Entscheidung. Nee, super. Ich hasse Deponia wie kaum einer sonst. Ach ja, wie sehr denn? Es stinkt, hier gibt es Müll. Ich habe was Besseres verdient. Hier leben nur Idioten. Na dann passt Rufus da ja rein. Es stinkt. Na und? Das tut dein Deo auch. Mein was? Mein was? Hier gibt es nur Müll. Anwesende eingeschlossen. Ich habe etwas Besseres verdient. Das bezweifle ich stark. Hier leben nur Idioten. Und du bist der lebende Beweis dafür. Der ist ja so liebesfreundlich. Sagen wir einfach, ich hasse diesen Ort. Ich weiß nicht. Er scheint zu dir zu passen. Bitte was? Weißt du eigentlich, wie das ist, jeden Morgen im Müll aufzuwachen? Zwischen Essensresten und Schmutzwäsche, die Spüle leckt, das Klo läuft über, der Kühlschrank ist leer und das Wasser riecht, als hätte es sich seit Monaten nicht gewaschen. Und dann dieses ewige, Rufus, mach den Abwasch, geh arbeiten, räum mal auf. Checkt mal was, der ganze Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf Müll. Wir essen Müll. Ihr wollt, dass ich den Arsch hochbekomme? Ihr könnt meinen Arsch von hinten bewundern. Ich gehe dahin, wo Potenzial kein Düngemittel ist, das man auf Kohlbeeten verteilt. Was kann man in eurem Müll denn bestenfalls erreichen? Scheiß Bürgermeister von Scheißhausen werden? Der Job, für den sich selbst der feine Herr Drückeberger zu schade war? Ohne mich. Hörst du, Paps?
ohne mich! Und weißt du noch was? Ich hoffe, du bist über einer Jauchegrube abgestürzt. Ich wink dir zu, wenn ich dich auf dem Weg nach Elysium überhole. Guck mal, wer ist denn jetzt der kleine Dreckspatz? Hm? Wer ist denn jetzt der Dreckspatz? Donnerwetter. Du scheinst Deponia tatsächlich zu hassen. Mhm. Wenn das nicht mal ein cholerischer Anfall war. Warum siehst du mir so ähnlich? Irrtum, du siehst mir ähnlich. Gar nicht. Du siehst mir viel ähnlicher als ich dir. Nur, dass ich nicht so hässlich bin. Du bist sogar noch viel hässlicher. Hast du in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Das ist sogar meine Lieblingsbeschäftigung. Wie bei mir. Hör auf, mir alles nachzuplappern. Nur wenn du aufhörst, mir alles nachzuplappern. Aber du plapperst mir doch alles nach. Nein, du mir. Nein, du mir. Ach ja? Ach ja? Ach ja, haha? Grumbel. Oh, Salbenkleister. Naja, dann beenden wir ich das mal. Ich gehe und hole Goal. Na endlich. Tasche klauen? Finger weg! Verdammt! Verdammt hoch zwei. Das kann doch nur schief gehen. Einen Schritt näher und das Gemetzel beginnt. Gemetzel. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Wie soll ich die denn holen, wenn die mich nicht sehen dürfen? Taschenlampe. Hier ist es hell genug. Kieselstein. Das Geschoss habe ich. Fehlt nur noch die Schusswaffe. Vielleicht muss ich auch warten. Wenn ich anfange, meinen Kram mit jedem Steinchen zu benutzen, dann komme ich nie nach Elysium. Okay, das war's nicht. Wenn ich anfange... Tödliche Schusswaffe. Check. Okay. Munition. Check. Kaugummi. Naja, okay. Lassen wir das. Nur die Ruhe, Argus. Wir sind hier auf einem Müllplaneten. Mich überrascht eher, dass die Lampe nicht schon viel früher explodiert ist. Genau wie es dieser ganze Planet endlich tun sollte. Und jetzt bitte weitermachen. Ich kann nicht näher ran. Die Organons würden mich sehen. Sieht aus wie der Kratzkragen bei einem Hund oder der von Goals Verlobtem. Geht nicht. Er liegt direkt im Sichtfeld der Organons. Zeit für einen weiteren Geniestreich. Ja, und was für ein Geniestreich bitte? Mobstange. Die Stange ist lang genug, aber ich brauche etwas, um den Schirm zu mir herzuziehen. Vielleicht den Schnörkel? Haken, na, passt doch. Okay. Ich kann nicht näher ran. Ja, würde mich sehen. Den Lampenschirm auf ihn werfen. Ich kann nicht näher die Organ... Den Schirm habe ich mir schon geangelt. Vielleicht würde mir das meine Aufgabe hier versüßen. Wahrscheinlich aber eher verkleben. Ich brauche kein Licht im Inventar. Ich ordne alles... Hey, wo ist mein Eimer? Genau, wo ist dein Eimer? Hm.
hatte ich doch hier unten irgendwo. Ich kann nicht die Warum habe ich die Taschenlampe erst jetzt gefunden? Ich hätte während der Mainbike-Fahrt Grimassen für Goal schneiden können. Ich brauche keinen Ich-Ordner. Hey, wo ist mein Eimer? Das gäbe eine perfekte Perücke mit Kragen. Reicht aber leider noch nicht, um als Cletus durchzugehen. Haha! Zusammen mit dem Lampenschirm sieht die Flagge aus wie der Umhang von diesem Cletus. Fehlt nur noch die schleimige Frisur. Yum. Das wird noch cooler als meine alte Lampenschirmnummer. Genial! Und auf geht's! Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Dann versuch ich's. Halt! Wer da? Ich bin es nur, Cletus. Wollten Sie nicht auf der Plattform warten? Ich dachte, ich vertrete mir mal die Füße. Von da oben ist doch alles sehr schwer zu erkennen. Hm. Irgendwie gefällt mir Ihre Haltung nicht. Dabei mache ich täglich 2 Sit-Ups. Ich hoffe, Sie haben unsere Vereinbarung nicht vergessen. Doch, wie könnte ich? Haben Sie denn die Datasette bereit? Ja. Und? Wo ist sie? Ach, ich schussel. Ich habe sie wohl auf der Plattform liegen lassen. Beeilen Sie sich, Mann. Uns läuft die Zeit davon. Ah, Mist, so ein Käse. Irgendwie. Muss ich ja jetzt hier so vielleicht. Kann ich mir die mit dem Haken angeln in die Tasche? Finger weg! Verdammt! Wohl nicht. Kann ich immer mit dem Haken rüberziehen? Das ist nicht Goal. Mein Fehler. Ups. Noch nicht. Es fehlt noch ein ganz entscheidendes Element, damit wirklich alle auf mein raffiniertes Kostüm reinfallen. Dunkelheit. Ich brauche kein Licht im Ich-Ort. Hey, wo... Die Verkleidung ist perfekt. Hm. Das ist nicht Goal. Mein Fehler. Das ist mir auch klar, dass das nicht Goal ist. Das Gepäck von dem Kerl. Ich wette natürlich nicht. Man weiß ja nie. Puh. Los, sei nützlich. Stures Ding. Los, sei nützlich. Ich weiß aber nicht, wie ich jetzt hier an das Ding kommen soll. Die könnte er sicher gut gebrauchen. Der hellste ist er ja nicht. Die könnte er sich... Der hellste ist er ja nicht. Ach, den kann man verbinden. Gut. Sicher ist sicher. Was hat das jetzt geändert? Die könnte er... In Elysium werde ich diesen Krempel nicht mehr brauchen. Hier ist es hell genug. Okay,
Gibt es daher noch was Neues? Stimmt, Zucker im Tank ist lustig. Aber dieser Fahrstuhl bringt mich vielleicht nach Elysium. Gut, dann halt nicht. Da drin ist nur Öl. Das sehe ich auch ohne Licht. Ich kann nicht näher ran. Die Orga... Nein, hier ist Handarbeit gefragt. Nicht nötig. Das Passwort ist Rufus. Ich habe es selbst eingestellt. Ah, ich komme nicht an diesem dämlichen... Genial! Und auf geht's. Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Halt! Und? Was? Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Ach ja, bin gleich zurück. Ach, wie soll ich denn da jetzt noch rankommen? Ach, da oben war ja noch was in der Uhr, das habe ich gar nicht gesehen. Nochmal zurück. Die Zeit ist auf meiner Seite. Heute verlasse ich Deponia. Die Uhr ist stehen geblieben. Ha, die Zeit ist auf meiner Seite, ja. Ich brauche keine Uhr. Ich erledige eh alles auf den letzten Drücker. Was ist, wenn ich aber... Hier ist es hell genug. ...eine Uhr möchte? Dann war das auch nicht Sinn der Sache hier. Das hatte ich ja schon verbunden. Sicher ist sicher. Ich das vielleicht noch? Vielleicht würde mir das meine Aufgabe hier versüßen. Wahrscheinlich ab... Ach, das hatte ich ja gerade schon gemacht. Sicher ist sicher. Vielleicht hilft das ja, wenn ich ihn nochmal anspreche. Ah, da. Die Organons erzählten etwas von einer Backup-Datasette. Das hat dich nicht zu interessieren. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Mehr haben wir nicht vereinbart. Wir schreiben uns also nicht gegenseitig was in unsere Poesiealben. Nein. Ich brauche die Backup-Datasette. Da muss ich dich enttäuschen. Die hilft nicht gegen mangelnde Hirnkapazität. Ich brauche sie trotzdem. Und wozu, wenn ich fragen darf? Ohne die Datasette komme ich nicht an den Organons vorbei. Das ist ja wohl dein Problem. Hör mal, Rußschmutz. Rufus, mir ist es doch egal, wer Gold zu mir bringt. Wenn du es nicht schaffst, dann schaffen es die Organons mit Sicherheit. Aber ihr nehmt mich dann trotzdem noch mit, oder? Verzieh dich. Gol ist bewusstlos. Was hast du getan? Ist ihr Implantat beschädigt? Keine Sorge, es geht ihr gut. Ja, okay, super. Aber das Implantat. Ist das Implantat noch intakt? Ich glaub schon. Was heißt das, du glaubst? Ohne Gols Implantat werde ich Deponia nie verlassen können. Dann gib mir diese verdammte Datasette, damit ich sie endlich aufwecken kann. Ja, okay, fein. Hier hast du die Datasette. Na, geht doch. Aber wenn sie wach ist, bringst du sie unverzüglich hierher. Ist das klar? Und gnade dir Gott, wenn das Implantat beschädigt ist. Du liebst sie wirklich, oder? Not. Okay, ich jetzt die Tasche? Finger weg, verdammt. Versuch was wert. Aber jetzt kommen wir wenigstens an diesem...
Organon-Typen vorbei. Mann, ich den Rufus. Genial! Diesmal habe ich mich wirklich selbst übertroffen. Halt! Wer da? Und? Was und? Die Datasette. Haben Sie sie gefunden? Na klar. Hier ist sie doch. Keine Panik. Wo? Ich kann kaum was erkennen. Und überhaupt? Was lungern Sie eigentlich so im Schatten herum? Kommen Sie her, Mann, damit ich Sie sehen kann. Aber, Amtmann, seien Sie doch bitte etwas höflicher. Sie vergessen, dass wir alle für dasselbe Ziel arbeiten. Lassen Sie den Botschafter passieren. Je schneller er diesen Rufus und damit die Aufstiegscodes gefunden hat, umso schneller können wir mit unserer Mission fortfahren. Jawohl, Sir. Ich glaube, dass der Herr Botschafter den Ernst der Lage sehr wohl verstanden hat. Er ist sich sicher bewusst, dass er nur diese eine Chance hat, die Aufstiegscodes wiederzubeschaffen. Und dass wir anschließend unsere eigenen Methoden einsetzen werden. Das stimmt doch, Herr Botschafter. Oder? Natürlich. Puh. Puh, das war brenzlig. Ich glaube, ich kann das Kostüm jetzt hier lassen. Ich bezweifle ohnehin, dass sie nochmal drauf reinfallen. Wie, Larsen, ich möchte es aber mitnehmen. Mal gucken, was man hier... Da war ja noch ein Fach für Licht. Das Mosaik zeigt, lauter kleine Männchen, die schäbig gekleideten, tragen riesige Stahlträger über eine steile Rampe nach oben. Die Schicken stehen daneben und designen modische Schnörkel. Hey, das ist die Aufstiegsstation. Der Aufbruch nach Elysium. Und ich bin dabei. Danach kann man auch im Dunkeln auf der Toilette lesen. Okay. Habe ich das mal gehört? Das scheint ja nicht so was gebracht zu haben. Und dann mal ab zu Goal. Goal? Goal! Sabalot, sie ist verschwunden. So ein Käse aber auch. Was war denn hier los? Ob sie von den Organons erwischt wurde? Unsinn, das kann nicht sein. Das hätten sie erwähnt. Natürlich hätten sie das. Aber wer sollte sie sonst verschleppt haben? Ich muss sie unbedingt finden. Und das, bevor dieser Argus es tut. Vielleicht finde ich irgendwelche Spuren. Sowas wie das da unten. Was ist hier passiert? Zum Glück beleuchten die Lampen den Phosphor. Im Dunkeln hätte ich die Spur nicht mal mit Sonarortung gesehen. Aha, eine Spur. Goal wurde offenbar in Richtung Ausgang geschleift. Keine Angst, Schätzchen. Rufus eilt zur Rettung. Vieles leuchtet aber nicht unbedingt was Neues. Leuchte, leuchte, leuchte. Man hat den Rufus. Hinter den Turm. Na, das...
haben doch nicht etwa Gol hier in so ein Abflussrohr gesteckt. Ach, scheinbar doch. Ein Haufen dreckiger Spritzenkanülen. Wer wirft denn sowas weg? Tja, freie Auswahl. Au, die nicht. Au, ah. Ha, die hier hat Respekt vor mir. Die nehme ich. Hey, das ist gar keine Nadel. Ich habe buchstäblich den Strohhalm im Nadelhaufen gefunden. Wer kann das schon von sich behaupten? Ein Wunder, dass der noch lebt. Ein robuster Strohhalm mit einem Loch in der Mitte. Nach sowas greife ich doch immer wieder gerne. Kein Gitter der Welt kann mich aufhalten. Na dann mal ran da. Ein Monster muss Goal verschleppt haben. Kein normaler Mensch bekäme das mit bloßen Händen auf. Bloßen Händen mit dem Haken aber vielleicht. Gibt's noch was anderes? Die Phosphorspuren nur noch. Ja, dann mach einen da. Gluck, gluck, gluck. Das ist ein Avialflansch. Genau. Irgendjemand will wohl nicht, dass ich ihm folge. Aber so leicht wird man mich nicht los. Ich bin wie Herpes. In cool. Herpes in cool. Den habe ich hier überhaupt nicht gesehen eben. Boah, ein echter Wal. Ich habe mir immer gewünscht, dass Dad mal mit mir ins Aquarium geht. Aber er hatte recht. Der Platz reichte nur für mich. Der Wal sieht hungrig aus. Ich muss zwar durch, aber aufräumen? Das muss anders gehen. Und wie? Ein Rambock wäre mir lieber. Beim Strohhalm ist es auch schwer. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt daran festhalten. Freileuchten? Hier ist es hell genug. Hier ist es hell. Also ich kann mit dem Haken nichts machen, aus den anzugucken. Ich kann mit dem Müllberg nichts machen, aus den anzugucken. Ich kann mit dem Wal nichts machen, aus den anzugucken. Also zurück. Und hier konnte ich auch nichts machen weiter. Ich rette dich, Goal. Dein Held ist im... Dein Held ist im Arsch. Sicher ist sicher. Au! Ja, vielleicht gibt es hier auf dem Weg zurück irgendwas noch. Ich spare mir meine Telekinetik. Aber solange niemand... Ich spare mir gleich auch was. Geh ich mal hier. Mein Kämpferkodex verbietet mir unnötiges Blutvergießen. Ich tue den Organons mal den Gefallen und gehe ihnen aus dem Weg. Das passt mir gar nicht in den Kram. Hier konnte man ja noch eine andere Sorte von... Sie schimmert leicht im Dunkeln. Zuckerwatte essen. Holen. Jetzt steht er auf geschmacklos.
Magnus, die bin ich ja nicht. Das scheint ja dann kein Effekt zu haben. Was steht da auf Calzone? Probieren, was Calzone bringt. Mein Dad sagte immer, das Leben ist wie eine Calzone. Wer gut kaut, bemerkt die Rattenzähne. Oh, jam, 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 jam. Ja, ich glaube nicht, dass ich damit wirklich weiterkomme. Jetzt steht er auf Phosphor. Außer dass eben das schmeckt, scheint es ja keinen Effekt zu haben. Ich komme schon noch drauf. Ich muss binär denken. Das hier gab's schon mal. Das hier gab's schon mal. Was, wenn ich Quersummen bilde? Ich muss binär denken. Ich glaube nicht, dass das irgendeinen Sinn hat, dieses Rätsel, oder dass das überhaupt ein Rätsel ist. Ich kann hier leider nichts machen. Kann ich vielleicht noch einen Kaugummi holen? Ist wohl nichts mehr drin. Wohl nicht. Und hat ein Automat vielleicht noch. Einmal den Fisch des Tages, bitte. Ich hätte vielleicht den Tag dazu sagen sollen. Ich hätte tatsächlich schon wieder Hunger. Ist ruhig. Ist ruhig. Komisch. Mein Unterbewusstsein schläft doch sonst um diese Uhrzeit. Da ist doch was faul. Verdammt. Er hat uns durchschaut. Schnell weg hier. Hä? Ich hätte tatsächlich... Ist so komisch. Da ist doch was... Verdammt. Schnell. Keine Chance. Ich werde bis zuletzt... Das Auge muss wohl heute auswärts essen. Hm. Gut, jetzt habe ich noch Sardellen, aber bringt mir im Endeffekt auch nichts. Ich komme schon noch drauf. Verdächtige Lämpchen, ja. Rein. Ich probiere das einfach nochmal, das da reinzustecken. Der Stock passt in die Halterung, aber die Zuckerwatte müsste schon brennen oder so, um das Mosaik zu erhellen. Achso, das letzte Mal hatte ich das ja mit der Lampe aufgeladen, stimmt. Es werde Licht. Das ist die Aufstieg und ich bin da. Bringt tut's ja jetzt nichts. Vielleicht können wir das hier dran anwenden. Das strahlt schon genug. Eine mutierte Sardelle züchten. Rein mit euch. Obwohl sie tot sind, halten sie sich am Stock fest. Seltsam. Schade, ich habe gedacht, das funktioniert. Kann ich damit schnorcheln gehen? Ja, das wäre super krass. Und der Strohhalm würde einen prima Schnorchel abgeben. Aber solange niemand zuguckt, wäre es vergeudet. Dann schmeiße ich jetzt aus Frust. Die zweite Datasette bleibt vorerst besser mein Geheimnis. Versuche ich nochmal weiterzugehen. Vielleicht gibt es ja hier noch irgendwo was. Ach, der Wal hat Hunger, genau. Jetzt habe ich ja eine zweite Sardelle. Na komm, put.
Warum, Fischi, Fischi? Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Soll ich denn... Gut, auf ein neues. Ach nee, das mit dem Phosphor war ja die Zuckerwatte. Keine Chance, ich werde bitte... Ach, an den Haken vielleicht? Warum, Fischi, Fischi? Puh, er sieht sie anscheinend gar nicht. Ich kann sie nicht dem Wal geben. Fischi, Fischi? Ich kann sie nicht an den Haken packen. Puh. Komm, Fischi. Puh, er sieht sie anscheinend. Vielleicht muss ich mir die Zuckerwatte nochmal wiederholen. Denn vielleicht kann man die beiden ja dann verbinden. Aber das mit diesem Mosaik scheint hier sowieso nichts zu bringen. Das Auge muss... Ach. Das an Haken packen. Komm, Fischi, Fischi. Puh, ist wohl auf Diät. Ich hab gesagt, an den Haken und nicht an... Naja, gut. Ich mache hier jetzt erstmal wieder einen Cut. Und probiere noch mal ein bisschen rum. Das scheint ja hier nicht so von Erfolg gekrönt zu sein. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Let's Play wieder. Also, bis dann und ciao, ciao.